Sie kennen die Situation. Sie stehen am Herd, frittieren etwas. Plötzlich schellt es an der Tür oder das Telefon klingelt. Vor lauter Aufregung und Hektik vergessen Sie völlig, den Herd auszustellen. Innerhalb von wenigen Minuten wird das Fett in der Pfanne dann so heiß, dass es sich selbst entzündet. Jetzt geht es vor allem darum, Ruhe zu bewahren und das Richtige zu tun. Nehmen Sie das Feuerlöschspray aus der Halterung und schütteln Sie es. Öffnen Sie die Dose und löschen Sie den Brand aus sicherer Entfernung. Die Dose lässt sich ganz einfach handhaben, wie eine ganz normale Spraydose. Schalten Sie jetzt den Herd wieder aus und warten Sie nach dem Löschen, um sicherzugehen, dass sich der Brand nicht wieder entzündet. Das Feuerlöschspray wurde extra auch für den Einsatz bei Fettbrand entwickelt. Einen Fettbrand dürfen Sie niemals mit Wasser löschen. Was dann passiert, zeigen wir Ihnen jetzt. Aus Sicherheitsgründen wird dieses Experiment auch von den Profis der Feuerwehr durchgeführt. Das brennende Fett ist bei seiner Entzündung bereits mehrere hundert Grad heiß. Wird dann Wasser hinzugegeben, verdampft es schlagartig. Das brennende Fett wird mit dem Wasserdampf aus dem Behälter gerissen. Die Fettexplosion hat verheerende Auswirkungen auf den Löschenden und die Umgebung. Es gibt viele Situationen, in denen es anfangen kann zu brennen. Meist geschieht das allerdings ganz ohne Vorwarnung. Der Toaster in der Küche beispielsweise entzündet sich und brennt dann, so wie dieser Toaster. Mit dem Feuerlöschspray lässt sich dieser Brand allerdings ganz einfach und sicher löschen. Warten Sie nach dem Löschen noch einen Augenblick, damit Sie ganz sicher gehen können, dass sich das Feuer nicht noch einmal entzündet, und ziehen Sie vor allem auch den Stecker. Elektronische Geräte und Mehrfachsteckdosen können ebenfalls in Brand geraten. Durch einen Kurzschluss zum Beispiel. Aus diesem Grund sollten Sie grundsätzlich, wenn Sie länger von zu Hause fort sind, diese Geräte vom Stromnetz trennen. Beim Kurzschluss im Drucker beispielsweise kann das Papier relativ schnell Feuer fangen, wie man hier sieht. Auch hier können Sie den Brand einfach und sicher mit dem Feuerlöschspray löschen. Sie können Brände unter anderem mit Schaum- oder Pulverlöschmitteln bekämpfen. Die Auswahl ist abhängig von der Eignung des jeweiligen Löschmittels. Auf jedem Feuerlöscher ist vermerkt, für welche Brandklassen das Löschmittel geeignet ist. Achten Sie beim Kauf eines Feuerlöschmittels immer auf das GS-Zeichen, um sicherzugehen, dass es sich um ein geprüftes Feuerlöschmittel handelt. Wir zünden den Drucker hier noch einmal an. Der Feuerwehrmann wird diesen Brand jetzt mit einem Pulverlöscher löschen. Stellen Sie sich diese Szene bitte in Ihrer Wohnung vor. Die Pulverwolke verteilt sich im ganzen Raum und behindert Ihr Sichtfeld. Nach dem Löschen des Brandes ist es schwer, das Pulver überall zu entfernen. Hochwertige Gegenstände können sogar durch das Pulver zerstört werden. Was passiert, wenn Sie unterwegs sind? Ihr Fahrzeug beginnt beispielsweise durch einen technischen Defekt zu brennen. Auch für unterwegs gibt es ein Feuerlöschspray, das sowohl frost- als auch hitzebeständig ist und dadurch ganz problemlos im Fahrzeug gelagert werden kann. Achten Sie einfach nur darauf, dass es sicher untergebracht ist, damit es bei einer Vollbremsung nicht durchs Fahrzeug fliegt. Auch hier ist es wie immer wichtig, dass Sie ausreichend Abstand zur Brandquelle halten und den Brand vollständig löschen. Dieses Spray können Sie auch draußen, zum Beispiel beim Camping oder Grillen, einsetzen. Durch Funkenflug kann ein Grill sehr schnell etwas anderes entzünden oder man kann ihn sogar durch eine kurze Unachtsamkeit umkippen. Hauptsache ist, dass Sie schnell reagieren, den Brand schnell löschen, dann bleibt auch der Schaden gering. Wir haben Ihnen hier nur ein paar Situationen gezeigt, bei denen ein Feuer entstehen kann. In Deutschland kommt es fast alle 2 Minuten zu einem Wohnungsbrand. Täglich verunglücken Menschen durch Brände. Das traurige Resultat sind über 600 Todesopfer pro Jahr. Ganz besonders gefährlich bei einem Brand ist die Rauchentwicklung. Der Rauch weckt Sie nicht auf. Innerhalb von 2 bis 3 Minuten wird man besinnungslos. Mit einem Rauchmelder, auch in Verbindung mit einer Alarmanlage, können Sie sich, Ihre Familie und Ihre Umgebung aktiv vor der tödlichen Gefahr Rauch schützen. Achten Sie beim Kauf von Feuerlöschern immer auf das GS-Zeichen und auf die Brandklassen, für die ein Feuerlöschmittel geeignet ist. So können Sie sich, Ihre Familie und Ihre Umgebung am besten schützen. Weitere Informationen finden Sie unter abus.com und in der Brandschutzfibel von Abus. Mit dem Abus Feuerlöschspray können Sie schnell und effektiv Entstehungsbrände bekämpfen. Rufen Sie aber zu Ihrer Sicherheit immer die Feuerwehr.